Hallo und willkommen zurück zu Let's Survive Tomb Raider. Tomb Raider. Mayonnaise. Ach Mann, Mann. Na komm, lauf. Krabbel schneller. Los! Lauf! Gut. Neues Lager. Sie schlachten sie aus. Da ist sie. Uiuiui. Fähigkeitspunkt. Yay! Axtexperte. Was? Das haben wir noch nicht. Werfen sie einem Feind Dreck in die Fresse. Das bringt's nicht. Bogenexperte, benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf mit zusätzlicher Belohnung. Schaltet das Kopfschuss-Fadenkreuz frei. Nehmen wir mal mit. Drücken Sie F, während um betäubte Feinde mit einem Pfeil den Rest zu geben. Chillig. Erfordert einen Fähigkeitspunkt. Achso, ich habe gar keinen mehr. Ha! Lol. So. Haben wir da hier noch was? Den haben wir voll ausgerüstet. Nehmen wir mal aus MG. Haben wir auch voll ausgerüstet. Was denn da los? Die haben wir noch nicht. Brandmoni. Ein schnellster Laufmann und erhöht dadurch den Schaden. Nehmen wir mal mit. Was sagt die Pistole? Wodurch die Nachladezeit verringert wird. Rücklaufbremse bringt das Projektil präzise ins Ziel und hält damit den Schaden. Nehmen wir auch mit. So, das reicht dann erstmal. Müssen ja nicht immer alles ausgeben. So, ein paar Bärchen nehmen wir mit. Da hauen wir den Pfeil rein. Ah, da oben geht's schlecht. Dich. Halt! Geht's da noch nach unten? Nein. Nach unten geht's nicht. Gott, was ist das denn da links? Rechts. Eine Riesenkanone gewesen. Mit dem berühmten Bananeneffekt. Was passiert, wenn das Rohr blockiert ist? Hier braucht man irgendwie Sprengung. Abfackeln! Yes! Vorherige Bewohner. 2 von 3 für die Schrotflinte. 1 von 4 Flaggen verbrannt. Dann noch aus. Huch, was war das denn? Au. Krass. Das war leider nicht geplant. Zum Glück nicht. Ach egal, vergiss es. Mist. So, komm, jetzt aber. Aber wir haben letzte Woche schon alle tragbaren raufgeschafft. Brauchen wir ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da Was oben ist das denn? Ganz Rauch, der über den Tag aufsteigt. Jetzt ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Oh,
Munition. Spast. Alter, was? Was? Mayonnaise. Ja, so gay. Verdammt. Doch. Wo ist der? Hä? Wo ist der Spast hin? Ach, da unten. Nee, nee. Was? Boss. So, alle weg. Kann ich das aufmachen? Nein. Eieiei. Was für ein Scheißkampf. War ja so schlecht. Granaten haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Da liegt noch was. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Hört sich auch nicht so geil an. Geht viel kaputt. So, haben wir alles. Ich will aber nochmal... gerne noch da hoch. Ist doch außerdem noch jemand. Ich höre ihn doch. Wo bist du? Zeig dich! Komm raus, wenn du Eier hast. Da ist er. Wow. Los, komm. Boah, ich wollte das in die Luft jagen. Ihr Spastiker. Alter, chillt mal euer Baba-Leben. Oh, das tut mir aber leid. Ah.
Okay, Lara, erhol dich. Oh ne. Brenne! Ich glaub, es geht los. Alter! Ich hasse sowas. Man drückt 70 Millionen Mal den Knopf, aber geht nicht. Sowas hasse ich wie die Pest. Nicht mit mir. Jetzt bin ich mal schlau und versteck mich mal hier. So. Mann. Ich hasse sowas. Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Nimm mit. Dankeschön. Noch jemand? Spast. Geh mal mit deiner Mutter greifen. Fuck. Der lebt, glaube ich, nicht mehr. Ah! Spartaner, du. Stirb. Hässliche Visagen. Hier haben wir auch noch Zeugs. Keine Flagge an der Wand. Oh, nee. Zeit zu brennen! Ich brenn doch schon. So, waren das jetzt endlich alle? Hier ist noch eine Kiste. Zwei sogar. Die zuerst und dann die hier. Na. Ja. Wow. Ja, spring. Ich glaube, da oben erwartet uns nichts Gutes. Aber das sehen wir dann mal in der nächsten Folge von Tomb Raider und ja, mal schauen, wo es uns dann hin verschlägt. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken, je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung, direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei, gell?